Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Rohstoff TV für Sie heute aus unseren Studios hier in Heeresau in der Schweiz. Und hier bei mir ist der Christian Brenner, CEO der Filoro Edelmetalle. Und ja, wir wollen uns heute unterhalten über Gold, über Filoro, über Edelmetalle an sich und was sonst noch so abgeht in diesem Sektor. Christian, wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Filoro Edelmetalle, wir haben uns ja die letzten Jahre schon immer wieder mal unterhalten über eure Firma. Und was geht zurzeit ab? Ihr habt eine neue Studie gemacht über den Gold-Edelmetallbesitz in Österreich. Was war die Quintessenz? Wir haben diese Studien schon in mehreren Ländern durchgeführt. Letztes Jahr war es mit der Universität St. Gallen, dieses Jahr wieder im Frühjahr mit der Universität St. Gallen, diesmal in Österreich mit dem Kammersin-Institut, die war mal, Frau Dr. Kammersin war sogar mal Ministerin in Österreich. Mhm. Und bei der Studie kam raus, erstmalig, wie viel Privatbesitzer haben die Österreicher? Und das sind ungefähr 560 Tonnen zum Vergleich. Das ist aber nicht wenig. Das ist nicht wenig, weil das Interessante ist, dass die privaten Goldbesitzer in Österreich doppelt so viel besitzen wie die Nationalbank. Mhm. Also das ist im Unterschied zum Beispiel zur Schweiz, wo der Staat 1000 Tonnen besitzt und die privaten Haushalte auch ungefähr, doch etwas verwunderlich, dass die Österreicher privat doppelt so viel investieren wie die Schweizer oder die Deutschen. Pro Kopf Besitz, um die letzte Zahl in dem Zusammenhang zu nennen, sind immerhin die Schweizer noch klar voran mit 600 Gramm pro Kopf. Wow, super, okay. Gut, das, ich sag mal, dieses Ergebnis war mit Sicherheit nicht ausschlaggebend, aber es doch, sag mal, ein Stück weit ein Indiz, dass ihr jetzt tatsächlich die modernste Scheideanstalt Europas in der Nähe von Wien aufbaut. Wie kam es denn da dazu? Wir haben von Anfang an immer schon die Intention gehabt, die komplette Wertschöpfungskette darzustellen. Und mittlerweile sind wir mit 12 Filialen einer der Marktführer in dem Bereich. Wir werden in diesem Jahr auch einen Umsatz erzielen in der Gruppe von 1,3 Milliarden. Wow. Und von daher haben wir uns irgendwann mal überlegt, wir haben eine Eigenproduktion aktuell im Tessin, bei Valcambi in der Schweiz, ob wir nicht perspektivisch mal eine ganz eigene Produktion haben wollen. Und wir sind stark gewachsen. Wir haben über 120 Mitarbeiter. Und von daher haben wir 120, habe ich das richtig verstanden? Aktuell. Oh, ein Wort. Und mit der Beteiligung der Familie Thurnauer, eine sehr, sehr bekannte und auch sehr eine veritable Familie, die bei uns eingestiegen ist, haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, auf 35.000 Quadratmeter im ersten Modul im Wert von 50 Millionen Euro wirklich eine der modernsten Produktionen Europas aufzubauen mit einer Lagerung analog zu Nationalbanken. Und das ist ein tolles Projekt, da werden wir ungefähr 2 Jahre dran bauen. Der Spatenstich erfolgt demnächst und da haben dann weitere 150 Mitarbeiter im ersten Modul die Möglichkeit, eine neue Heimat zu finden. Ja. Super. Und ich glaube, ihr macht auch Tresorräume rein, oder? Also sprich, man kann dann zu euch kommen und einlagern. Ja, es wird wirklich eine extrem moderne, auch den Umweltrichtlinien einzuhaltenden Module eingebaut, wo man einlagern kann, wo ich an- und verkaufen kann, wo ich Gold scheiden kann, aber auch andere Metalle. Und lasst euch überraschen. Das wird perspektivisch dann auch für dich mal auch eine Führung geben. Bis herzlich willkommen. Das wäre super. Dann bringe ich auch gerne meine Kamera mit, wenn ich es filmen darf. Ja, klar. Sehr gut, sehr gut. In dem Zusammenhang finde ich es auch noch spannend. Ihr habt einen sogenannten Edelmetall-Sparplan ins Leben gerufen. Mhm. Was hat es da damit auf sich? Was sind die Vorteile davon? Ich kann mir vorstellen, mit kleinen Summen in Gold investieren. Ja. Das ist die Studie, die wir mit der Frau Dr. Kammers in den Auftrag gegeben haben, die umfasst sehr viel. Und bei der Studie kam raus, die einfachste Anlageform, die Kunden angegeben haben in dieser Studie, war das Sparbuch. Mhm. Ja? Und die einfachste Form des Abschlusses war immer noch das Sparbuch. Als sicherste Form der Veranlagung wurde allerdings das Gold angegeben. Das heißt, sehr einfach, sehr einfach abzuschließen, sichere Sparform, diese drei Module in einem zusammengefasst, ist quasi das Goldsparbuch, wenn man so will. Und ich finde es insofern ein richtig cooles Produkt, weil schon wenn jemand in einen Kilo Gold investiert, dann braucht er aktuell 56.000 Franken. 56.000 Franken, das kann sich nicht jeder leisten. Mhm. Ist aber an und für sich das kostengünstigste Produkt, wenn man so will, weil geringe Aufschläge drauf sind. Die kleineren Sparer, die mal, sage ich mal, für 50, 100 Franken im Monat auch investieren wollen oder auch in Euro,
Die müssen immer zu einem kleineren Produkt greifen. Das ist der 1-Gramm-Barren. Mhm. Da sind Aufschläge drauf von über 30%. Mhm. Nicht, weil Filoro da jetzt viel dran verdienen will, sondern weil die Produktion. Ja, es ist sehr aufwendig, die kleinen Einheiten zu machen. Ne? Und was wir jetzt bieten mit diesem Goldsparplan, der in Deutschland bereits auf dem Markt ist und mehrfach ausgezeichnet wurde, ist wie eine Art Demokratisierung des Goldanlegens. Denn ich kann selbst mit 50 Euro, kann ich jetzt schon zum selben Preis einkaufen, annähernd wie zum Kilobarren. Ne? Wow. Und das bedeutet... Aber wie erreicht ihr das? Das ist ja Wahnsinn. Ja, es ist einfach die große Masse und der ist jetzt nicht exakt dieser Preis von Kilobarren. Es sind ungefähr 4,5-5% Aufschlag. Ja. Aber es ist deutlich weniger, als ich bei dem 1-Gramm-Barren habe. Und somit nenne ich das die Demokratisierung des Goldanlegens, wo ich selbst für kleines Geld schon sehr günstig an dem Goldrun auch partizipieren kann. Super. Und wie kann ich jetzt als Anleger das dann umsetzen? Also ich komme zu euch und sage, ich will für 150 Euro im Monat so einen Goldsparplan haben. Ja. Und wie komme ich nachher an mein Geld wieder / ans Gold? Ja. Also bei der Summe von 150, ist übrigens so annähernd die durchschnittliche Sparrate bei uns, ist es so, du erwirbst immer einen Anteil an diesem Kilobarren. Mhm. Das heißt, für 150 erwirbst du ungefähr, sag ich jetzt mal, grosso modo 3 Gramm. Mhm. Ja. Im nächsten Monat, wenn der Goldpreis gestiegen ist, sind es 2,9 Gramm. Mhm. Und wenn der Goldpreis gefallen ist ein Stück weit, bekommst du halt 3,2 Gramm. Mhm. Das heißt, du hast immer diesen Cost-Average-Effekt mit drinnen. Wenn du dich dann irgendwann mal entschließt, ich möchte das jetzt mir auszahlen lassen, weil du vielleicht einen Gewinn mitnehmen willst, dann kannst du es in Form des Produktes ausbezahlen lassen. Mhm. Das heißt, wir schauen uns dann an, ist jetzt das Produkt eine Unze oder 20 Gramm oder du lässt es dir Cash auszahlen. Mhm. Beide Varianten sind möglich, wie du es eben brauchst. Super, irgendwelche Gebühren, Verwaltungsgebühren dabei? Es gibt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 100 Euro in Deutschland, beispielsweise oder in Österreich. Aktuell bis 30.11. ist diese Gebühr umsonst. Also es sind quasi Goldsparbuchwochen, wenn man so will. Ja, super. Das ist ja wie Weltspartag. Richtig, ja. Sehr gut. In der Schweiz kostet es mich dann 100 Franken oder was kostet es mich denn hier? In der Schweiz ist dieses Produkt gerade in Fertigstellung, ist aktuell noch nicht am Markt hier. Okay. Braucht eine eigene Kommt bis wann? Na, ich hoffe doch bald. Super. Ja. Das ist doch wunderbar. Sehr schön. Zum Abschluss hin, ihr macht noch eine neue Filiale in Zürich auf, habe ich gehört. Gratulation dafür, das ist ja toll. Wo ist die? Die ist direkt in der Seitenstraße von der Bahnhofstraße. Also es war ehemaliger UBS, Goldhandel war dort angesiedelt, Pelikanstraße. Mhm. Wir sind vor ein paar Jahren hier in die Schweiz gekommen und natürlich war nicht sicher, wie werden wir hier angenommen und dergleichen. Mhm. Es läuft sehr, sehr gut. Die Kunden haben uns angenommen, es wird fleißig bestellt und daher haben wir den Mut, jetzt auch, sage ich mal, ein bisschen ins Haifischbecken nach Zürich zu setzen. Uns wird ein Flagship-Store mit Einlagungsmöglichkeiten, allem Pipapo und kann man sich darauf freuen. 1. Dezember geht's los. Super, das ist toll. Die Kardinalfrage zum Schluss, warum soll ich eigentlich jetzt immer noch in Gold investieren? Am Golde hängt es, am Golde drängt es, hat, glaube ich, Herr Goethe schon gesagt. Ja. Warum soll ich das nach wie vor tun? Warum ist Gold immer noch spannend? Wir betrachten Gold immer als eine Versicherung und gerade in dem aktuellen Umfeld gibt es mehrere Kriterien, die für einen Kauf von Gold generell sprechen und ich denke, wir sind in einem Umfeld, wo es die stärkste Rezession seit Jahrzehnten ist, der zwei wesentliche Faktoren, die nämlich Optimismus und Vertrauen in die Wirtschaft, sehe ich momentan jetzt aktuell nicht so gegeben. Mhm. Ein zweiter Grund ist sicherlich auch ein Stück weit noch weiterhin Corona. Wenn gleich auch jetzt hier ein Impfstoff irgendwo entwickelt wurde. Schauen wir mal, was rauskommt. Muss man mal schauen, was rauskommt, weil aktuell ist so ein bisschen das Narrativ, das Erzählte reicht und nicht das Erreichte zählt. Mhm. Ich selber würde mich jetzt auch nicht für die ersten Impfungen freiwillig zur Verfügung stellen. Und ein dritter wesentlicher Grund ist, dass im Rahmen auch von Corona einfach irre Hilfspakete geschnürt worden sind, die notwendig waren. Mhm. Die ganze Branchen haben das gebraucht. Das muss man auch ein Stück weit unterstützen. Aber diese Hilfspakete, die müssen auch irgendwann mal zurückbezahlt werden. Und mein Bruder bringt da immer ein sehr gutes Beispiel mit, die EU hat 1,8 Billionen Euro an Hilfspaketen zur Verfügung gestellt. So einfach so. Wenn man einfach so, wenn man diesen armen Kerl hinsetzen müsste, der diese Summe zählt, indem er einen Euro von hier nach da drüber legt, dann würde der 60.000 Jahre dafür brauchen, um diese Summe zu zählen. Auf den Punkt gebracht, diese Hilfspakete müssen zurückbezahlt werden.
es wird viel Geld in den Markt gepumpt, das heißt, die Inflation steigt, es führt wieder zu einer Geldentwertung und das ist ein sehr, sehr gutes Umfeld für Gold. Jedes Szenario, was ich gerade beschrieben habe, für sich wäre an und für sich schon ein Grund, in Gold zu investieren, aber die drei in Kombination sind eigentlich ein absolutes Kriterium, ein Must, einen gewissen Anteil in Gold zu investieren. Absolut, sehen wir genauso. Vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Viel Glück mit der neuen Scheideanstalt natürlich und auch mit dem neuen Flagship Store. Danke. Muss ich ja mal vorbeischauen in Zürich. Ja, bist eingeladen. Und ein bisschen was einkaufen. Gut. Super. Danke. Lass es dir gut gehen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Super. Danke. Ja, meine Damen und Herren, das war Christian Brenner, der CEO der Filoro Edelmetall AG. Und ja, Sie hören's. Neuer Goldsparplan, auch für Kleinsparer oder für Kleinanleger ist Gold nun sehr, sehr einfach hier erwerbbar. Ich finde es toll, dass man Edelmetalle mit dem Sparbuch quasi kombinieren kann, ist für mich sensationell, ehrlich gesagt. Und das vor allen Dingen zu extrem vernünftigen, fairen, tiefen Kosten, die man sonst nicht hätte. Man hat die Chance, durch den Cost-Average-Effekt immer wieder was zurückzulegen. Gold wird nie aus der Mode kommen, so viel steht fest. Und Gold ist die Sicherheit für Ihr Vermögen, ist eine Versicherung fürs Vermögen, definitiv. Und ich finde es auch toll, dass die Filoro die Filoro AG wirklich hier 50 Millionen jetzt schon mal in die Hand nimmt und Europas modernste Scheideanstalt nun aufbaut in der Nähe von Wien. Das ist genau das, was wir hier brauchen. Wir brauchen die Unabhängigkeit auch von Asien. Wir brauchen es hier vor Ort bei uns. Und in diesem Sinne, schauen Sie bei Filoro einfach mal rein. Am besten direkt in die neue Filiale in Zürich zum Beispiel. Lassen Sie es sich gut gehen. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen aus der Schweiz.